Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei Abenteuerbrettspiele. Diesmal mit einem Spiel, ja, das für mich so aus dem Nichts kam. Da habe ich vorher gar nicht irgendwie eine Ankündigung davon irgendwie mitbekommen. Auch der Verlag Suncore Games hat mir bis jetzt gar nicht so viel gesagt, aber irgendwann habe ich das dann mal auf Twitter und auf Facebook und so weiter gesehen, auch mal das eine oder andere Video und fand es irgendwie spannend, weil es natürlich thematisch irgendwie cool ist. Draft, hier zwar Eishockey, aber gerade ist ja auch die NFL Draft. Und ich als großer Football-Fan habe das natürlich auch verfolgt und finde es hier auch durchaus spannend und das eben so als Karten-Drafting und ja, und in gewisser Weise auch Set-Collection-Spiel hier aufzubauen, fand ich irgendwie ziemlich cool und ich habe mich an den Verlag mal gewandt und die haben mir freundlicherweise hier ein Rezensionsexemplar von All-Star Draft zur Verfügung gestellt und ich möchte mit euch zusammen einfach mal reinschauen, was bei diesem irgendwie coolen Sportspiel, sagen wir mal, alles dabei ist. Und dann machen wir mal die Box auf. Ist keine riesige Box, aber auch angenehm zu klein. Sondern da ist schon ein bisschen was dabei. Dann haben wir erstmal die Game Instructions, aber auch die Spielanleitung, also zweisprachig. Und dann schauen wir mal in die Spielanleitung rein. Die Materialübersicht. Wir haben das Wertungsbrett. Genau, da geht es nämlich darum, die Fans zu sammeln und auch direkt quasi Partien zu spielen und nachher sogar die Playoffs in irgendeiner Form zu spielen und immer zu überlegen, welche Karten setze ich wo ein. Sehr interessant auf jeden Fall. Kann man hier auch, wie man sieht, ein Turnier mit 5 oder 6 Manager. Also da spielt man wirklich ein Turnier dann quasi so mehr oder weniger durch. Wir haben hier die Arena-Karten, da werden auch zufällig eben Arenen ausgelegt. Hier eben die Pol-Arena, wo man dann quasi ja, bestimmte andere Punktewertungen wahrscheinlich kriegt, wird der Unterschied hier sein, beziehungsweise Sondereffekte dann noch dabei. Dann haben wir die Hockeyspielerkarten, relativ einfach eigentlich. Halt Punktewerte drauf und eine bestimmte Tierart. Und dann noch zusätzlich hier Symbole, die man hier sehen kann. Na. Dann haben wir noch Coachkarten, die bringen halt bestimmte Boni oder Effekte in irgendeiner Form. Fähigkeiten sieht man auch hier. Reisemarker, also alles irgendwie ziemlich cool thematisch umgesetzt. Also das Spiel, wenn ich jetzt schon sehe, hätte ich schon richtig Lust, das als Football-Spiel, als Football-Draft-Spiel, so mit einer Saison etc. irgendwie gerne zum Spielen. Dann haben wir hier das Wertungsbrett in der Zwischenmitte, genau, der Aufbau, der Spielaufbau, die einzelnen Spieler. Dann werden hier die 3 Arenen ausgelegt und so weiter und so fort. Ja, haben wir Regular Season, das heißt in der normale. Wer sich so mit US-Sport auskennt, da gibt es ja eine Regular Season, da spielen halt die Teams ganz normal, wie man es auch bei uns kennt, so mehr oder weniger gegeneinander. Und dann gibt es natürlich dann am Ende die Playoffs. Und sieht man dann auch hier nochmal Playoff-Regeln, wie das dann abläuft. Turnierregeln für 2 Manager und noch ein paar Erklärungen am Ende. Ja, spannend. Also ziemlich cooles Thema auf jeden Fall umgesetzt. Dann haben wir hier für 2 bis 4 Spieler der Wertungsblock, der sieht halt ein bisschen anders aus für 5 bis 6. Aber im Grunde genommen sieht man halt hier ja auch so eine, ich glaube, es ist ein Tiebreaker, sind das die einzelnen Teams, wenn irgendwie Gleichstände sind, dass dann hier bestimmte Tiebreaker greifen. Aber auch irgendwelche Boni. Ja, also spannend auf jeden Fall. Dann haben wir hier, was natürlich sehr cool ist, müsste ich jetzt mal irgendwie abmachen. Hier, was da. Dann haben wir hier den Pokal quasi, der aufgestellt wird. Und dann haben wir hier einen Pokal, wo dann im Endeffekt hier auch Playoffs draufstehen, wo man dann halt ja, bestimmte Punktwerte, wie auch immer, hier sieht für unterschiedliche Spieleranzahlen. Ob das jetzt sein müsste, ist aber auf jeden Fall ein cooler Effekt. Dann haben wir hier diese Reisemarker, glaube ich, sind die. Das sind halt hier so kleine Busmarker mit Zahlen drauf, 1 bis 3 würde ich sagen, die dann halt auch irgendwie in irgendeiner Form eingesetzt werden. Dann haben wir hier Marker, einfach kleine Holzmarker. Dann haben wir Karten, die wir uns gleich anschauen, noch viel mehr Karten, die wir uns anschauen, weitere Marker. Und dann haben wir hier die Arenen. Oh, das ist, hier sind schon die ganzen, auch nicht schlecht, die ganzen Busmarker alle schon raus. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Waren offensichtlich nicht fest drin, wenn sie durch den Transport alle rausfallen. Aber ist ja nicht schlimm. Sind ja alle in Ordnung. Ja, dann haben wir hier
zum Beispiel die Pool Arena. Und da sieht man eben hier auch ja, bestimmte Wertungen. Da sieht man hier schon, wenn man die Paddel, den Paddelpark dazu legt, dass hier andere Wertungen sind, ja, dass man eben viel mehr Punkte bekommt, auch für die sowohl vorne als auch dann auf den hinteren Plätzen oder den Paddelpark, ob das bei Nacht sei oder bei Tag sein soll, oder da sind halt deutlich weniger Punkte. Ja, und da gibt es hier noch diese Bonus-Zeichen oben wahrscheinlich, könnte das sein, bin mir nicht sicher, oder ob es einfach nur Illustrationen sind, kann auch sein. Da gibt es halt hier auch verschiedene Eisarenen in unterschiedlichen ja, Situationen, und dass man halt zum Beispiel auch sowas sieht hier, dass man halt hier bei der Pool Arena in dem Fall der erste Nullpunkt oder Nullfans, das sind ja diese Fans, die man hier bekommt, auf diesem zentralen Tableau wird das wahrscheinlich in irgendeiner Form sein hier, dann würde man halt hier sogar als erster Null und als 612 bekommen. Also da ist immer die Frage, wo gehe ich wie rein, was will ich mir holen, wo will ich punkten, etc. Also spannend, spannend, und das macht es natürlich auch in gewisser Weise sehr modular, wenn man so die Arenen separat hat. Ja, und das Herzstück dieses Spiels sind natürlich die Karten, und dann schauen wir mal hier rein. Sieht erstmal auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also wie gesagt, als NFL-Spiel wäre es auch sofort gekauft. Und da haben wir dann halt hier jetzt so ein Teammitglied, der halt einen Wert von 9 hat, der ein bestimmtes Symbol da oben hat. Es hat nicht jeder Spieler so ein Symbol. Das sieht man zum Beispiel, ja, grün ist natürlich vielleicht nicht die richtige Farbe. Aber hier, gelb ist jetzt auch nicht ideal, aber wir gucken mal weiter, was wir noch so haben. Ja, wenn wir hier diese, die ziemlich cool aussehen, da gibt es halt nichts drauf, außer dem Wert. Aber hier zum Beispiel hat man dann oben wieder auch so ein Extra-Symbol, und das gibt es halt insgesamt von 12 Teams. Und jeweils, wenn ich jetzt mal überschlage hier, 9 Karten, 1 bis 9. Und ja, diese setzt man halt ein. Da versucht man halt in gewisser Weise, glaube ich, Sets zu sammeln und auszuspielen, um im Endeffekt ja hier einen Vorteil oder gewinnen, bestimmte Duelle zu gewinnen. Will, verliert die Karten aber, glaube ich, und will die ja dann im Endeffekt aber auch später in der Saison noch einsetzen können. Ja, dann haben wir noch Coach-Karten, unter anderem. Das sind auch 12. Das kann dann natürlich so sein, dass die einzelnen Teams hier entsprechend bestimmte Effekte haben. Ja. Beziehungsweise hier haben wir natürlich Englisch. Aber die gibt es auch in Deutsch. Also das ist wirklich hier, macht ja auch durchaus in dem Fall dann Sinn. Zumindest bei den Karten, wo Text drauf ist, dass wir hier ja, die Sachen dann auch in Deutsch haben und dann sowohl für die reguläre Saison Effekte haben, als auch für die Playoffs Effekte bei manchen Teams dabei sind. Oder eben auch hier, was habe ich hier noch gesehen, genau, bei dem eben auch Turnierende, ja, wo man zusätzliche Fans zum Beispiel in dem Fall bekommen. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier noch Playoff Ticketkarten, und die können irgendwie, wahrscheinlich können das irgendwelche Boni einfach sein, die man gegebenenfalls dann noch bekommt. Haben jetzt keinen Text drauf oder so. Ja, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Finde ich toll, dass so ein, ja, Drafting Set Collection Spiel mit aber Thematik dahinter, wo man dann wirklich überlegen muss, wie setzt sich das ein, auch gerade so toll thematisch über so eine Regular Season und Playoff Phase einer Eishockey-Saison eben wirklich umgesetzt wurde. Und ja, hat mich sehr fasziniert, freue mich da sehr drauf, da spielen zu können. Sollte, denke ich mal, auch nicht allzu komplex sein, sodass das sicherlich auch was für die Familie ist. Und dann werde ich natürlich darüber berichten. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, was ihr so, ja, von solchen Sportspielen, sage ich mal, haltet, die halt so ein Sportthema haben, wie gut das eurer Meinung nach immer dann auch rüberkommt in den Mechaniken, was man dann eben macht. Und ihr könnt gerne natürlich den Kanal auch abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen, und auf abenteuer-brettspiele.de vorbeizuschauen, um dort ja einfach mal zu erfahren, welche Spiele ich jetzt letzte Zeit reviewt habe, welche in meinen Toplisten gelandet sind. Ich habe diverse Toplisten veröffentlicht und werde da immer wieder neue Toplisten veröffentlichen. Dort findet ihr auch meinen wöchentlichen Podcast, Interviews, Newsartikel und vieles weitere mehr. Ja, das war's für heute, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!